So, die Kaserne vernichten, können wir jetzt hier drauf gehen. Lasst uns kämpfen. Müssten die kaputt kriegen, die kriegen das hier kaputt. Dann noch auf die Waffenschmiede. Genau, rammen. Auf diesen Turm da. Bedas Team hat diesen Turm ja gleich kaputt gemacht. Hoffe ich jedenfalls. Kann Bedas Team nämlich hier mithelfen. So. Wir haben das Artefakt Eisernes Amulett verloren, damit auch die Quest. Peter ist tot. Scheiße. Autosave. Zwölfte 10. 7:10 Uhr, das müsste. Denn ich will Bela nicht verlieren. Ah, okay, also doch noch ein ganzes Stück zurück. Aber wir haben Bela noch. Allzeit bereit. Lasst uns kämpfen. Was? Ist der Quest Außenposten auch schon okay? Jetzt müssen wir einen Waffenmaschinenbauer bauen. Eine Hütte müssen wir bauen. Und wir ziehen diesen Trupp hier, wie gesagt, ab. Bauen noch eine ganze Reihe an Axtkriegern. So. Ich werde für euch kämpfen, aufgehen. Und ziehen dann hier langsam voran. Die könnten dahin. Wohl ne, je nachdem wo die stehen, gehen die jetzt einen verschiedenen Weg. Ich höre. Ja, ihr geht dann glaube ich erstmal doch hier runter. Die Axtkrieger kommen auch. Der Maschinenbauer ist jetzt in der Lage, Rammen zu bauen. Diese sind sehr effizient gegen Mauern, Gebäude und Türme. Wenn ein Held die dritte Stufe erreicht, erhält er Zugriff auf eine Spezialfähigkeit, die man über das jeweilige Aktionsmenü ausführt. Stina kann ab der dritten Stufe Tiere und berittene Einheiten hypnotisieren. Dafür wählt man das entsprechende Symbol in Stinas Aktionsmenü und klickt dann mit der linken Maustaste auf eine gegnerische Einheit. Diese legt sich anschließend für eine kurze Zeit auf den Boden und bleibt auch dann liegen, wenn sie angegriffen wird. Cole kann ab der dritten Stufe seine Schrotflinte einsetzen, die sehr viel Schaden bei allen Gegnern innerhalb der Reichweite verursacht. Um einen Schuss abzufeuern, wählen Sie das entsprechende Symbol im Cools Aktionsmenü und klicken dann mit der linken Maustaste auf den Gegner, der das Zentrum des Schusses abgeholt hat. Jetzt wundere ich mich, wo der Titan bleibt. Einen Sniper-Schuss ausführen, der einem einzelnen Gegner großen Schaden zufügt. Um diesen Schuss einzusetzen, wählen Sie das entsprechende Symbol in Belas Aktionsmenü und BAM! Mit der linken Maustaste auf einen Gegner. So, erstmal auf den Bunker. Da ist der Titan. Gut. Stina müsste dann das und das. So, legt er sich jetzt schlafen? Nein, legt er nicht. Der sollte sich aber schlafen legen. Naja, jetzt ist er tot. So.
müssen wir nur auf die Helden achten. Dass die nicht sterben. Der Rest ist, glaube ich, irrelevant. So, jetzt speichern wir hier nochmal. Unter Speicherpunkt 2. So. Befördern wir. Das ganze Team kann jetzt hier auf den Bunker gehen. Stina verkratzt gleich hier. Dann befördern wir die ja gleich nochmal, weil hier ist noch Passplatz gesperrt. Das wundert mich noch ein bisschen, aber. Beda macht dann Sniper-Schuss auf das. Bam. So, jetzt greifen wir alles Haupthaus an. Schrotflinte. Da kommen die Rammen. Die sollen ja so unglaublich viel Schaden gegen Gebäude machen. Ja, und die räumen auch ordentlich auf. Kaputt. Questflame, die Barbarenbedrohung. Zwei Bunker müssen wir noch bauen, schnell. Ja, oder auch nicht. Egal, haben wir die Quest halt nicht verhindert. Wenn wir erstmal wissen, wo auf der Erde wir sind. Wir befinden uns überhaupt nicht auf der Erde. Also, zumindest nicht auf unserer. Bist du da sicher? Ich habe mein ganzes Leben in den Himmel geblickt. Aber diesen kenne ich erst seit kurzem. Also schön, Freunde. Was wissen wir über diese...